Moderne Flugzeuge gelten als Inbegriff technischer Perfektion und Sicherheit. Doch selbst in den fortschrittlichsten Systemen können sich Schwachstellen verbergen, die weitreichende Konsequenzen haben. Eine solche kritische Anfälligkeit betrifft das Treibstoffkontrollsystem der Boeing 787-8 Dreamliner. Diese Schwachstelle könnte eine entscheidende Rolle beim Absturz von Air India AI 171 gespielt haben. Die offizielle Darstellung des Vorfalls könnte durch eine unerkannte Systemlücke verzerrt sein. Es ist unerlässlich, diese Möglichkeit gründlich zu untersuchen. Unser Kernargument ist, dass der Flugdatenschreiber, der sogenannte FDR, die Handlungen des Piloten bezüglich der Triebwerksabschaltung möglicherweise nicht korrekt widerspiegelt. Die aufgezeichneten Daten könnten eine Fehlinterpretation der tatsächlichen Ereignisse darstellen. Der FDR kann in diesem spezifischen Kontext nicht beweisen, dass ein Pilot tatsächlich den Befehl zur Triebwerksabschaltung gegeben hat. Die Aufzeichnungen zeigen lediglich, was das System empfangen hat, nicht unbedingt, was der Pilot beabsichtigte oder ausführte. Im Cockpit der Boeing 787-8 befinden sich zwei Treibstoffkontrollschalter, jeweils einer für jedes Triebwerk. Diese Schalter sind die primäre Schnittstelle für die manuelle Steuerung der Treibstoffzufuhr zu den Triebwerken. Ihre Funktion ist scheinbar simpel. Die Schalter verfügen über zwei Hauptpositionen: Run für die Freigabe des Treibstoffs und Cut-off für die Abschaltung der Treibstoffzufuhr. Diese mechanischen Stellungen sollen eine klare und eindeutige Befehlsgabe ermöglichen. Entscheidend ist jedoch, dass der Schalter kein direktes Signal an das Triebwerk sendet. Es handelt sich nicht um eine direkte mechanische oder elektrische Verbindung. Stattdessen ist ein komplexer digitaler Signalpfad dazwischen geschaltet. Der Signalfluss beginnt mit einem kurzen elektrischen Impuls vom Schalter zum Remote Data Concentrator, kurz RDC. Der RDC wandelt dieses analoge Signal in ein digitales Datenpaket um. Dieses Paket wird dann über den AFDX-Datenbus an das FADEC, das Triebwerkssteuerungssystem, übermittelt. Gleichzeitig zeichnet der FDR dieses digitale Signal auf. Die eigentliche Kernschwachstelle liegt in der fehlenden Redundanz zwischen dem mechanischen Schalter und dem RDC. Dieser kritische Abschnitt des Signalpfades ist nicht doppelt oder dreifach ausgelegt, was ein erhebliches Risiko darstellt. Es handelt sich um einen Single Point of Failure, einen einzelnen Fehlerpunkt. Ein einziges Kabel, eine Verbindung oder ein Kabelpaar ist für die Übertragung des entscheidenden Signals verantwortlich. Fällt dieses aus, ist die Integrität des Systems gefährdet. Potenzielle Signalstörungen wie ein Wackelkontakt, Korrosion oder ein Kurzschluss können das Signal verfälschen oder unterbrechen. Solche Störungen können dazu führen, dass das System ein Signal empfängt, das nicht vom Piloten initiiert wurde. Die Limitation des FDR wird hier besonders deutlich. Der FDR zeichnet das digitale Signal erst nach der RDC-Konvertierung auf. Er hat keine Kenntnis von dem, was vor dem RDC geschieht. Der FDR kann somit nicht feststellen, ob der Pilot den Schalter tatsächlich umgelegt hat. Er kann lediglich die digitale Repräsentation des Signals erfassen, die möglicherweise durch externe Faktoren beeinflusst wurde. Ebenso wenig kann der FDR erkennen, ob ein Fehler im analogen Abschnitt das Signal generiert hat. Die Ursache des Signals bleibt im Dunkeln, da der kritische analoge Pfad nicht überwacht oder aufgezeichnet wird. Die mechanische Ausführung des Treibstoffkontrollschalters weist eine besorgniserregende Schwäche auf. Er ist nicht ausreichend gegen versehentliche Aktivierung geschützt. Dies ist ein grundlegendes Designproblem, das in sicherheitskritischen Systemen vermieden werden sollte. Es fehlen physische Schutzmechanismen, wie eine Arretierung, ein Zugmechanismus oder eine mechanische Barriere. Solche Vorkehrungen sind in der Luftfahrt üblich, um unbeabsichtigte Betätigungen zu verhindern.
Ihr Fehlen ist ein alarmierendes Versäumnis. Das Design basierte offenbar auf der Annahme, dass die Software unbeabsichtigte Abschaltungen verhindern würde. Man verließ sich auf digitale Schutzmechanismen, anstatt physische Sicherheit zu gewährleisten. Dies ist eine gefährliche Abhängigkeit. Wenn die Software jedoch Fehlfunktionen aufweist oder Signale falsch interpretiert, versagt das gesamte System. Die digitale Schutzschicht ist nur so stark wie ihre Programmierung und ihre Fähigkeit, alle Eventualitäten zu berücksichtigen. Die eigentliche Funktion des FADEC, des Full Authority Digital Engine Control, ist es, gleichzeitige Triebwerksabschaltungen ohne triftigen Grund zu verhindern. Es soll als intelligente Schutzschicht agieren und die Sicherheit gewährleisten. Eine vorgeschlagene Sicherheitsmaßnahme wäre eine einfache Software-Checkliste, die unbeabsichtigte Abschaltungen verhindern könnte. Solche Checklisten sind in der Luftfahrt bewährt und könnten hier digital implementiert werden. Beispiele für solche Kriterien könnten der aktuelle Triebwerksstatus sein, etwa ob Triebwerk 1 noch läuft, auch die Flughöhe, beispielsweise ob sie unter 15.000 Fuß liegt, könnte ein entscheidender Faktor sein. Weitere Kriterien wären das Vorhandensein eines Feueralarms oder der Status der Notstromversorgung. Diese Parameter könnten dem FADEC helfen, zwischen einer beabsichtigten Notabschaltung und einer unbeabsichtigten Betätigung zu unterscheiden. Wenn ein Triebwerk bereits ausgefallen war, sollte die Software die Abschaltung des zweiten Triebwerks blockieren, es sei denn, es liegt ein Feueralarm vor. Dies wäre eine grundlegende Sicherheitslogik, die das Risiko eines Totalausfalls minimiert. Die Implikation ist gravierend. Das FADEC könnte ein Signal blind akzeptiert haben, das nicht vom Piloten stammte. Es hätte die Schutzfunktion nicht erfüllt und eine potenziell fehlerhafte Eingabe als gültigen Befehl interpretiert. FDR-Daten sind keine definitive Beweisführung. Sie zeichnen lediglich die digitale Repräsentation des Signals auf, nicht die physische Handlung oder die Absicht des Piloten. Dies ist ein fundamentaler Unterschied, der oft übersehen wird. Die digitale Abbildung ist anfällig für Fehler, da sie durch mehrere Zwischenstufen generiert wird. Den Schalter, die Kontakte, den Konverter, den Datenbus und die Software. Jede dieser Stufen kann eine Fehlerquelle darstellen. Manipulationen, Fehlinterpretationen oder Defekte sind aus den reinen FDR-Daten nicht ersichtlich. Der Flugdatenschreiber liefert ein scheinbar klares Bild, das jedoch die zugrunde liegenden Probleme verschleiert. Eine gefährliche Annahme ist, dass FDR-Daten in Unfalluntersuchungen oft als faktische Beweismittel behandelt werden. Diese unkritische Haltung kann zu falschen Schlussfolgerungen, insbesondere für Bild-Zeitung, die immer zuerst mit den Toten spricht und schon am 14. Juli 2025 von einem möglichen Suizid schreiben und einer Verharmlosung systemischer Probleme führen. Genau das wollen wir hier klarmachen. Die Aufzeichnungen des FDR sind ein Abbild der Systemkommunikation, nicht der Realität. Sie zeigen, was das System verarbeitet hat, nicht unbedingt, was tatsächlich geschehen ist oder beabsichtigt wurde. Setter, kurze Unterbrechung. Gleich wird es noch weiter richtig spannend. Es geht auch darum, was relativ einfach getan werden könnte, um lückenlose Beweissicherungen durchführen zu können. Vorher noch 10 weitere Abonnenten, die ich heute hier willkommen heißen will. Dies sind heute Eileen 250, Supreme Tech Quality, Bernhard Hörleseder, David J., N3R4 Live, R2Do, Wolfgang Müller, Ich Lando, Alexander Jäkel, Max 191. Danke, dass ihr mir mit eurem Abonnement auf meinem YouTube-Kanal folgt und jetzt geht's weiter. Der FDR ist keine Videoaufzeichnung der Ereignisse. Er dokumentiert die digitale Systemübertragung, nicht die tatsächlichen Handlungen oder die physische Interaktion. Diese Unterscheidung ist für eine korrekte Unfallanalyse von größter Bedeutung.
Wenn kritische Schalter vor der digitalen Konvertierung keine Redundanz aufweisen, geht die Nachvollziehbarkeit verloren. Es bleibt unklar, ob der Pilot gehandelt hat oder ob ein Systemfehler vorlag. Diese Unklarheit ist in der Luftfahrt inakzeptabel. Der Fall Air India AI 171 könnte ein solches Beispiel sein. Die Signalarchitektur, nicht der Pilot, könnte die eigentliche Fehlerquelle gewesen sein. Eine gründliche Untersuchung dieser Möglichkeit ist unerlässlich. Die Wahrheit liegt in den Details des Systemdesigns, nicht nur in der digitalen Aufzeichnung. Es ist an der Zeit, die Annahmen über die Unfehlbarkeit von Flugdatenschreibern zu hinterfragen und die Schwachstellen moderner Flugzeugsysteme kritisch zu beleuchten. Heutzutage ist es einfach, in einem Pilotencockpit mehrere Kameras zu verbauen, die insbesondere die Schalter und Bedienungsinstrumente überwachen. Man braucht dabei noch nicht mal die Piloten selbst zu überwachen, aber man sieht ja, wer welche Eingaben macht, wenn man die Schalter mit Kameras überwacht. Piloten verdienen eine Menge Geld und haben einen sehr anstrengenden Beruf. Dass man nach einem Unfall einfach behauptet, sie hätten Schalter umgelegt und dann war das vielleicht gar nicht so, dürfte jeden Piloten dazu bringen, zu akzeptieren, auch per Video überwacht zu werden. Wie das passieren kann und darf, darüber haben sich die Manager Gedanken zu machen, die hinter ihren Schreibtischen sitzen und hohen Löhne verdienen. Ihre Arbeit wäre es, hier wieder was Besseres zu leisten. Bevor ich das vergesse, wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann schreibt unbedingt hier beim Video einen Kommentar, da könnt ihr mir so richtig die Meinung sagen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, klickt auf Like und schreibt ebenfalls einen Kommentar, denn ich freue mich auf eure Kommentare. Aber unbedingt hier beim Video und nicht in Facebook oder WhatsApp. In allen drei Fällen solltet ihr zusätzlich den Abo-Button anklicken, denn nur so bekommt ihr mit, ob ich ein weiteres Video veröffentliche, auf das ihr schimpfen könnt oder das euch vielleicht gefallen wird. Aber ganz ehrlich, gar nichts zu machen. Das ist doch echt doof, nicht wahr? Also bis zum nächsten Mal.